So, wohlgenährt. Wie geht's weiter? Alter, Nia einfach. Bin ich nicht mental bereit für, glaube ich. Ja, wir nehmen die 5. I agree. Finde ich gut. Weißt du, ich sehe gerade, wie das bei mir hinter mir aussieht. Eigentlich sieht das ein bisschen cool aus. Also halt die da, das sieht man, glaube ich, alles nicht. Aber da stehen meine ganzen Scheinwerfer und so. Das sieht aus wie so ein Studio. Finde ich ein bisschen cool, aber okay. So. Mach mal ein Raffling für den Square Store, dann bin ich dabei. Ich habe leider keinen Raffling für den Square Store. Es tut mir sehr leid. Es gibt von Nier keine PS5-Version. Nur eine PS4, Xbox One und Steam-Version. Ich habe es mir für PS4 gekauft, weil es auf der PS4 eh für 60 FPS läuft. Und, wahrscheinlich dann auch ein Patch hat, wo es dann auch auf 4K läuft. Von daher wird schon passen, denke ich. Ansonsten kaufe ich es mir für PC nochmal. Haha. Soll auch wieder so eine Nier Automata-Aktion. Meine Güte. Soll wie so eine Nier Automata-Aktion, wo ich mir das auch für alles 5-mal kaufe. Ich habe Nier Automata halt auch für PS4, für Xbox One und für den PC. 2-mal. Ich habe einfach keinen Chill. Brainzy, danke für den Sub. Und Ixionis ebenfalls. Und Dummikuma auch. Ihr coolen, coolen Menschen. Habe ich einen Raffling für eine Switch? Warte, ich mache euch alle Rafflings fertig. Ich hab Bock drauf. So, einmal. Nier. Boom. So. Nier. Da, dann. So. Nintendo Switch. Okay. Braucht sonst noch irgendwas? Ich bin gerade auf Amazon. Ich mache die Links gerade gerne bereit. Das ist mit Genshin Impact. Das habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Gibt es einen Raffling, den man quasi für alles nutzen kann? Gibt es auch. Warte. Hier. Da. Wenn ihr da auf den Link klickt und einfach nach irgendwas sucht, dann wird das automatisch mitgedingst. Also generell einfach auf irgendwelche Rafflings von mir klicken und dann einfach irgendwas suchen. Das funktioniert genauso einfach. Raffling für die PS5. Warte. PlayStation 5. Oh shit, die ist sogar verfügbar. Ha, doch nicht. Aber alle sofort Schockmoment einfach. Übelste Schockstarre, wo ich das gesagt habe. So, warte mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Fehlt das hier. Let's go. Biggest Lie of the Year. Weißt du, ich folge halt diversen PS5 Twitter-Accounts, die halt posten, wenn man die PS5 irgendwo kaufen kann. Und ich habe halt die Dings aktiviert. Wie heißt es? Die Notifications auf dem Handy. Und ich krieg halt jetzt jedes Mal eine Notification, wenn die Dudes irgendwas posten. Und die reagieren die ganze Zeit auf irgendwelche User-Sachen. Also die posten die ganze Zeit so, oh, ist das echt so? Gruß. Und ich denke mir so, Bro, auf den fucking Scheiß zu posten. Hört auf, mit Leuten zu interagieren. Niemand interessiert sich für eure Meinung. Postet einfach nur Links, wenn eine PS5 irgendwo verfügbar ist. Mein Gott, ey. Seid einfach, Mann. Uff, so. Ah,
Eieiei. Keiner wusste, dass das passiert. Ein Glück war da oben eine Münze, weil sie genau wussten, was sie da getan haben. Vergangene Woche oder vor 2 Wochen konntest du halt auch einfach recht viele PlayStation 5 Konsolen auf Mediamarkt und Saturn kaufen. Dafür den Geheimstern musst du in den Dings da rein, oder? Ups. Flieg halt einfach in die Sonne und verbrenn dir höchstens den Hintern. Genau so funktioniert das nämlich. 80? Du gieriges Stück, Alter. Sorry, aber diese Art von Verfressenheit unterstütze ich nicht. Oh mein Gott, ich muss mir übrigens eine Oculus Quest 2 kaufen. Ich will Resident Evil 4 VR spielen. Und ich bin so fucking mad, dass das einfach nicht in Europa geht. In Deutschland. Einfach weil Facebook sich übelst am Einkacken ist. Wegen, nein, wir können den Leuten nicht erlauben, ob sie getrackt werden wollen oder nicht. Wir wollen alle Daten haben und da gar keine. Mann! Nur weil die so eine Kinderkacke abziehen, muss ich jetzt drunter leiden, Mann. Ich will denen doch nur Geld geben. Das ist viel besser als Daten. Okay, das ist doch eine Smash Stage, oder? Ich meine, es ist halt Resident Evil, da wird wahrscheinlich das VR-Ding nach 5 Monaten eher auf alles andere geportet, aber trotzdem, es ist so... Das beste Headset ist halt wirklich die Index. Das Ding ist halt einfach crazy, Mann. Übelst komfortabel, die Controller sind einfach fucking crazy insane gut. Halt das, legit, das nächstbeste Headset nach der Index ist einfach, die Quest 2. Ey, Quest 2 ist einfach so... Sie haben einfach so ein Hardcore-Update mit dem Ding rausgehauen. Das ist Wahnsinn. Oh, GG, Brudi. GG. Alle G's nur an dich. Es hat geklappt. Gerade noch so. Alles ist gut. Wow. Irgendwie sind gefühlt alle letzten Welten auch einfach nur noch Sternteil-Farming. Die gibt's einfach zu tausendst hier. Ich glaube tatsächlich auch, dass die PSVR 2 ziemlich krass werden könnte. Besonders, weil sie nicht mehr dieses ultra dumme Tracking der PSVR verwendet. Sondern jetzt geiles Inside-Out, sonst was, Sensor-Schieß-mich-tot-Tracking mit richtig geilen Controllern, wie halt bei der Index auch. Na, mal gucken, ne? We will see. Ich bin sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich nächstes Jahr wird sie dann kommen.
Ja, Resident Evil 8 kommt nicht für VR, weil sie wahrscheinlich für PSVR das nicht machen konnten. Ich kann ja schlecht irgendwie eine PS5-Only-VR-Version machen mit dem PSVR-Headset. Ist ja... super dumm! Aber ich möchte eigentlich echt mal Resident Evil 7 im VR spielen. Auf der PS5. Weil auf der PS4 war das irgendwie teilweise so, dass einfach, oh, ist das dein Ernst, Alter? Dass die Auflösung einfach teilweise übelst hart droppte plötzlich und dann das Spiel einfach super eklig aussah. Das würde mich ehrlich gesagt so ein bisschen interessieren, wie das dann... ah, cool, das funktioniert tatsächlich so. Wie das dann auf der PS5 aussieht. Aha. Holy shit. Idris, danke für 17 Monate Treue. Shit. Das ist mir alles zu gefährlich hier gerade. Ja. Oh, danke. Alien Fatic, danke für deine 10 Monate Treue. Ey, ich dachte mir halt, nachdem die Switch-Version rauskam und ich das einfach super schade finde, wie einfach keine Texturen oder so geupdatet wurden, dass ich da einfach auf dem PC emuliere, mir einfach High-Quality-Texturen installiere und das einfach in 4K spiele, plus die alte Switch-Steuerung, die alte Wii-Steuerung, welche so viel besser ist als der ganze Switch-Joy-Con-Kram. Einfach Definitive Edition hier erstellt. Übelst krass, Mann. Es sieht so gut aus, es läuft so gut. Spielt sich halt größtenteils so gut. Ist halt Mario Galaxy, ist immer so ein paar Quirks, die da drin sind, aber größtenteils, Mann, voll nice. Ich hätte normalerweise eigentlich hier 10 Stunden Astrobot VR reinpacken müssen. Ich glaube, das Spiel ist nur 2,5 Stunden lang oder so, aber trotzdem spielen wir es halt einfach 5-mal durch. So, was muss ich hier kaputt machen? Ah, okay, ich verstehe, das muss ich kaputt machen. Kann ich das einfach von da drüben rüberholen? Ah, nice. Hat richtig gut funktioniert. SC. Sehr gut. Das wollte ich, damit die weg sind. Okay, das hat nicht geklappt. Tja, irgendwie will das hier nicht, ne? Wie eklig ist das bitte? Oh mein Gott! Jetzt ist es halt so unnötig nervig einfach. Komm schon.
Mr. Bullet Bill. Oh Gott. Verdammt. So, irgendwer wollte doch, dass ich Super Monkey Ball spiele. Let's go. Mann! Ja, das ist das nächstbeste, was geht. Es ist vielleicht nicht original Super Monkey Ball, aber das ist fast genauso gut. Hört auf, so pingelig zu sein. Sorry, dass ich nicht perfekt bin. Oh, du blödes Scheißspiel, das war voll noch okay. Ich habe immer auch das Gefühl, das trollt mich hier alles einfach. Hä, was ist passiert? Oh, nice! Man kann weiter PlayStation 3 und Vita-Spiele kaufen. Holy shit, das ist großartig. Erstmal alle PlayStation 3-Spiele kaufen. Okay, können wir jetzt einfach aufhören, so mega bad in Videogames zu sein? Nein, können wir nicht! Woohoo! Weiter geht's! Komm schon! Depression von Link Instant geheilt, hat Link überhaupt eine PlayStation 3? Okay, machen wir das einfach mal ein bisschen langsamer. Warum, ey? Das macht gar keinen Sinn. Dude, das ist alles doof. Hä, hey, warum geht das mal und mal geht das nicht? Was ist das für ein Bullshit hier? Bro, komm! Ist das Bullshit oder ist das fucking Bullshit? Weil ich glaube, hier ist gerade richtig viel Bullshit am Abgehen. Okay, so, das hat funktioniert. Jetzt vorsichtig, da ist ein riesiges fucking Loch. Ich weiß, es zieht dich magisch in diese Löcher ran, Bruder, aber lass einfach mal nicht machen. Holy shit, okay. Okay. Oh fucking K.
Uff. Meine Güte. Weißt du, jetzt wo Sony die PlayStation 3 Spiele noch erlaubt, also dass man die weiter kaufen darf, wie wär's, wenn sie ein Update rausbringen, wo ich einfach Spiele-Downloads auf einer Website triggern kann, dass ich die einfach alle anchecke und sage runterladen. Und dann lädt es einfach runter und ich muss es nicht auf der Konsole machen, wo es 5 Millionen Jahre dauert einfach. Nein, das geht nicht. Mit dem Entfernen des alten Stores haben sie diese Funktion auch entfernt. Du kommst nicht auf deine PlayStation 3 Spiele über die neue Website. Was glaubst du, warum ich das so super umständlich mache? Wenn es gehen würde, hätte ich das ja anders getan. Ich hab ja extra gehofft, dass es auf der Website irgendwie geht, aber ich habe extra nachgeschaut. Du kommst nur auf deine PS4 und deine PS5 Spiele. PS3 als Sektion ist einfach weg, so. Das haben sie einfach deleted. Aus allen Leben. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich Angst. Also, keine Ahnung, jetzt wo sie halt den Store irgendwie weiterlaufen lassen, kann man ja zumindest gleich die Hoffnung haben, dass sie wieder eine PS3-Kategorie einfügen, man vielleicht sogar auch PS3-Spiele über die PS5 kaufen kann. Wäre zumindest echt cute, würde ich sehr begrüßen. Und vielleicht kann man dann auch wieder den ganzen Bums triggern, so, das wäre halt richtig, richtig gut. Das Ding ist, PSP. Genau. Auf den Meeren lässt es sich gut segeln und so. Und mit einer PSP segelt es sich halt ultra einfach. Deswegen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich hier machen soll. Sich die alle kaputt machen. Ach, dann kommen die einfach wieder raus, die Witzdudes. Ich wünschte übrigens, ich hätte eine Zuschauerschaft, die Metal Gear Solid voll cool finden würde, weil ich hätte voll Bock, die Metal Gear Solid Spiele durchzuspielen. Halt einfach so alle. Bin ich bescheuert? Was soll ich machen? Ich muss alle killen, oder? Das ist meine Aufgabe hier gerade. Genau, das war meine Aufgabe. Einfach nochmal das ganz alte Metal Gear Solid, aber in der deutschen Version, weil sie einfach ultra iconic ist, man. Einfach Metal Gear Solid 2 und 3. Übelst großartig. Metal Gear Solid 4, einfach größtes Cringe-Game der Welt.
Und dann einfach der ganze PSP-Kram. Mega nice. Yikes. Das war okay. Mega gut. Was ist mit 5, sehe ich da? 5 ist leider nicht existent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich 5 irgendwie kollektiv nur eingebildet hat. Ey, Metal Gear auf dem NES kann ich tatsächlich in Metal Gear Solid 3, glaube ich, spielen? Das kannst du da irgendwie freischalten. Time to die, I guess. Bro, wie lang ist dieses Level, Mann? Lalala, im Luma-Laden. Wir verkaufen geilen Scheiß für 30 Sternteile. Das ist doch mal ein Deal. Nice. Oh, shit. He's back. And he's hotter than ever. Oh, bitte. This girl is on fire. Ach, jetzt zieht er auch noch so eine Spur an Feuer hinter sich her, der kleine Dude. Ich erinnere mich an das alles gar nicht mehr. Habe ich Mario 64? Habe ich Mario, wie heißt das, Galaxy? Hier 100% gespielt, Mann? Es ist total schwer, das gerade zu treffen. Was ist da los? Oh, come on. Das war voll getroffen. Aber kein Bullshit, Alter. Nintendo hasst Babys definitiv. Nintendo hat einfach so richtig keinen Bock auf Babys. Oh mein Gott. Müssen wir mal ganz kurz weg, ich bin sofort wieder da.